Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video werde ich einen Tag lang essen, wie das Supermodel Bromay Stride. Ja, ich bin zurück und somit erstmal wieder ein Hallo. Ich freue mich sehr, ich war jetzt seit 2 Wochen weg und bin wieder da. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr auch wieder zuschaut. Ja, die Idee für dieses Video ist eben, so ein What I Eat in a Day mal nachzustellen von einem Supermodel. Denn gerade hier auf YouTube kann man ja bei vielen Prominenten auch mal so reinschauen in den Alltag, was die eigentlich so essen in halt diesen What I Eat in a Day Videos. Ich finde so ein Thema einfach spannend, gar nicht mal um sich zu vergleichen, sondern einfach mal so einen Einblick zu bekommen in das Leben ja von solchen berühmten Leuten, deren Job es ja auch ist, irgendwie gut auszusehen, ihre Figur zu halten. Und da würde ich einfach gerne mal sehen, wie sich das so in ein normales Leben integrieren lässt. Dieses Format habe ich auch schon bei anderen YouTubern mal gesehen und ich persönlich wollte das auch gerne mal ausprobieren und ich habe mir jetzt eben das Supermodel Bromay Stride rausgesucht. Ich musste jetzt auch gerade erstmal überlegen, wie man ihren Namen überhaupt richtig ausspricht. Dafür habe ich jetzt, hatte ich gerade mal auf howtopronounce.com mir angehört, wie man ihren Namen ausspricht. Da haben die das so gesagt. Bromay Stride. Bromay Stride. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, da hat sie sich Bromay genannt. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie man das richtig ausspricht. Wahrscheinlich wird es irgendwie so Mittelweg, aber ihr wisst ja, von wem ich spreche. Bromay war bis 2018 ein Victoria's Secrets Angel und ist dann natürlich auch mal die Shows mitgelaufen und sie hat einfach natürlich den perfekten Modelkörper. Bevor ich das Video jetzt starte, sind auf jeden Fall meine Fragen an dieses Video. Ja, was für Gerichte ist eigentlich ein Supermodel? Wie oft am Tag isst man da so? Und ja, spielt auch sowas wie Hunger mit rein? Also es ist jetzt eine krasse Diät, wird auch mal gesündigt. Und dann natürlich, ob man als Normalo von den Portionen überhaupt satt wird. Das sind so die Sachen, die mich jetzt auf jeden Fall am meisten interessieren. Ich habe mir jetzt ein Video von ihr rausgesucht, wo sie eben zeigt, was sie an einem Tag so isst. Und das hat über 10 Millionen Klicks. Also ja, scheint es ziemlich viele Leute zu interessieren, was ein Supermodel so ist. Da in dem Video sind auf jeden Fall 3 Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag und Abendbrot und 2 Snacks mit dabei. Und ich habe dafür jetzt auch schon alles eingekauft. Und ich muss sagen, dass ich insgesamt für alles, für den ganzen Tag jetzt ungefähr 37 Euro ausgegeben habe. Finde ich jetzt auf jeden Fall erstmal viel, aber es sind natürlich auch viele frische Sachen dabei, viel Obst und Gemüse, die ich jetzt auch in Bio-Qualität gekauft habe. Aber genau, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal die Basis für das Experiment und jetzt werden wir sehen, wie das Ganze so verläuft. Der Morgen als Model beginnt erstmal mit einem Getränk und zwar mit heißem Wasser und einer halben Zitrone, die da reingepresst wird. Das Ganze habe ich mir dann auf dem Balkon schmecken lassen und das soll den Stoffwechsel in Schwung bringen. Mein Zitronendrink ist leer und ich muss sagen, es hat echt ganz gut getan, das zu trinken. Es war so ein bisschen angenehm sauer und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr wach. Aber ich habe natürlich jetzt auch Hunger auf richtiges Frühstück und das gibt es jetzt auch. Und zwar gibt es Porridge. Ich habe dafür jetzt schon mal die Haferflocken abgewogen. Es sollen nur 40 Gramm sein. Das ist diese kleine Schüssel hier. Sieht für mich jetzt persönlich ein bisschen wenig aus. Das Ganze wird mit Wasser tatsächlich gekocht und dann wird eine Banane reingegeben zum Süßen. Und dann kommen eben am Ende noch Beeren und eigentlich so ein paar Samen drauf. Das Frühstück ist fertig und ich muss sagen, jetzt sieht es auch gar nicht mehr so wenig aus. Also so viel Porridge ist es letzten Endes nicht, aber ich habe jetzt ziemlich viele Toppings noch drauf gemacht. Als Toppings habe ich jetzt Heidelbeeren, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und so getrocknete Früchte wie Cranberry, Mochi-Beeren und Maulbeeren. Und dann noch ein bisschen Zimt drüber und dann eben noch die Erdnussbutter. Und es sieht eigentlich echt ganz lecker aus. Ich werde mir das Ganze jetzt mal schmecken lassen. Wieder warten hat mich das jetzt ganz gut satt gemacht. Ich fand es eigentlich sehr lecker mit den ganzen Früchten und mit der Erdnussbutter. Mega gut. Das habe ich persönlich jetzt auch noch nie ausprobiert im Porridge, aber kann ich auch echt empfehlen. Ja, ich bin jetzt erstmal happy, starte in den Tag und mal sehen, wann ich das nächste Mal Hunger bekomme. Bevor es zum Mittagessen geht, gibt es noch einen Snack und zwar Erdbeeren mit Nüssen. Romay sagt in ihrem Video, dass sie gerne Früchte mit Nüssen kombiniert, weil man dadurch verhindert, dass der Blutzucker so schnell in die Höhe steigt. So, es ist Mittagszeit und ich habe auch mittlerweile richtig Hunger nach dem Frühstück und diesem kleinen Snack, die jetzt ja auch schon irgendwie ein bisschen zurückliegen. Ja, habe ich einfach Hunger und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin eine Person, ich esse mittags gerne warm, also ich koche gerne. Ich glaube, das ist auch einfach so typisch deutsch, dass man mittags gerne was Warmes isst. Bei Romay ist es allerdings so, dass sie ein Toast isst zu Mittag, also das, was dann für mich eigentlich eher so Abendbrot wäre. Genau, gibt es mittags bei ihr und zwar ein Avocado, Spiegelei und Hummus Toast. Das werde ich mir jetzt mal machen. Und tada, so sieht es bisher aus. Ich glaube, mein Brot ist ein bisschen größer, also die Scheiben sind ein bisschen größer, als es bei ihr war. Aber da sehen wir mal drüber hinweg. Ich belege mir das Ganze jetzt mal mit Avocado und dem Hummus. Und ja, ich glaube, das wird mir ganz gut schmecken.
Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Sieht sehr lecker aus. Obwohl ich innerlich weiß, dass ich jetzt zum Mittag nicht hundertprozentig davon satt werde. Dann mal guten Appetit. Lecker. So, mein Teller ist leer. Ich habe brav aufgegessen und es war auch echt lecker. Trotzdem muss ich sagen, dass ich nicht so 100% ja, satisfied bin. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so wie ich seid, dass ihr mittags irgendwie was Warmes, was Gekochtes braucht. Oder ob ihr auch eher so Team mittags nur eher ein Snack und abends dann was Richtiges kochen seid. Würde mich mal voll interessieren, wie das so im Durchschnitt ist. Ich kann jetzt auf jeden Fall irgendwie noch ein drittes Brot essen oder ein bisschen Schoki naschen oder irgendwas, ja, noch einfach essen, damit ich noch satter bin. Ich werde jetzt trotzdem mal ein bisschen weiterarbeiten und ich finde, wenn man was zu tun hat, dann, ja, denkt man meistens auch gar nicht so viel über Essen nach. Deswegen ist es okay und dann wird ja auch irgendwann nochmal der nächste Snack kommen, auf den freue ich mich jetzt natürlich schon und deswegen geht es erstmal weiter. Es ist mittlerweile so 17 Uhr und ich habe mir jetzt den letzten Snack für heute gemacht und zwar Karotten und Gurke mit Hummus. Also wieder natürlich ein sehr gesunder Snack. Es gibt Gemüse und dazu gibt es dann noch einen Tee. Der dampft hier auch schon im Vordergrund. Und zwar habe ich mir dann Ingwer Zitronentee einfach gemacht. Ich persönlich bin auch total die Teetrinkerin. Also ich zum Beispiel mag gar keinen Kaffee. Und deswegen passt mir das ganz gut, weil ich ganz gerne mal Tee trinke. Ich habe schon Hunger, also ich habe schon Lust, was zu essen. Aber ja, es müsste jetzt nicht unbedingt Gurke sein. Also ich würde jetzt auch was anderes essen. Aber ich freue mich jetzt auf den Snack und werde nebenbei mit meinem Laptop noch ein bisschen arbeiten. Also das so ein bisschen on the go essen und freue mich schon aufs Abendbrot nachher. So, während ich jetzt hier meine Gemüseplatte esse, ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, dass ich voll oft auch einfach Appetit habe oder beziehungsweise Lust habe, was zu essen und deswegen auch oft auf ungesündere Sachen zurückgreife. Also sei es jetzt irgendwie Schokolade oder Chips oder so. Einfach, weil man ja was zu tun haben will, man hat einfach irgendwie Appetit. Und ich persönlich würde mir jetzt irgendwie gar nicht mal so eine Rohkostplatte schneiden. Also gebe ich offen zu, das mache ich jetzt normalerweise eigentlich nicht. Und eigentlich, ja, es ist ja total schlau. Also man hat was zu tun, man gibt dem Körper was, man isst, man snackt so ein bisschen und trotzdem ist es halt einfach nur Gemüse. Und klar, manchmal hat man einfach einen Schmankerl auf was Süßes oder was Ungesundes, aber eigentlich ist es gerade genau das, also es befriedigt gerade genau meine Bedürfnisse, weil ich einfach arbeite und nebenbei was snacke. Ja, diesen Gedanken wollte ich jetzt einfach gerade noch mal kurz teilen, weil ich irgendwie jetzt gerade ganz positiv überrascht davon bin. Mittlerweile neigt sich der Tag dem Ende und ich habe jetzt das Abendessen gemacht. Das ist das hier. Das ist Reis mit einer gebackenen Aubergine und ein paar Toppings. Ich kann euch mal zeigen, wie ich das genau gemacht habe. Zuerst habe ich eine Aubergine zerteilt und dann eingeschnitten. Im Anschluss mischt man das Gewürz Ras el Hanout mit etwas Olivenöl und bestreicht damit die Aubergine. Und dann kann das Ganze bei 200 Grad ungefähr für 35 Minuten in den Ofen. Für die Yoghurt-Tahini-Soße nimmt man ungefähr 200 Milliliter Joghurt, 2 bis 3 Esslöffel Tahin, eine Knoblauchzehe, Saft von einer halben Zitrone, etwas klein gehackte Petersilie und Pfeffer und Salz. Das Ganze wird dann verrührt und ist somit die fertige Soße. Wenn die Aubergine fertig ist, dann kommt die Tahini-Soße da drauf, dann noch etwas Feta und Granatapfelkerne. Dazu wird dann Reis serviert. Also auch ein relativ schnelles Essen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einfach mal probieren. Wow, also das schmeckt wirklich richtig gut. Ich finde es auch echt eine coole Idee, mal was anderes. So habe ich das persönlich jetzt zumindest noch nie gegessen. Und ja, wie gesagt, damit endet auch mein Tag. Ich bin relativ happy, also ich kann ja mal so ein kleines Fazit ziehen. Ich würde sagen, dass ich heute satt geworden bin. Klar, wenn man sonst eher fettigere und süßere Sachen isst, dann ist es eine andere Art von satt, sage ich mal. Aber aus meinen anderen Experimenten bin ich das ja auch schon so ein bisschen gewohnt, eben auch zuckerfrei zu essen zum Beispiel. Ich persönlich bin jetzt keine Ernährungsexpertin, aber ich würde sagen, dass ja, das Essen sich recht ausgewogen und eben auch einfach gesund angefühlt hat. So einen Tag über, es war einfach viel Obst und Gemüse integriert. Und jetzt am Ende eben auch nochmal mit einer Reisbeilage, also nochmal ja, richtig sättigend. Obwohl das jetzt eben der Essensplan von einem Model ist, würde ich sagen, dass man sich davon auch mal eine Scheibe abschneiden kann, dass man sich da ein paar Sachen abgucken kann. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen. Mir persönlich hat es gut gefallen. Jeden Tag werde ich natürlich nicht so gesund essen, aber das muss man letzten Endes ja auch nicht. Ich nehme trotzdem was aus dem Experiment jetzt mit. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann gebt mir gerne ein Like und lasst mir auch gerne ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch einfach nächste Woche wieder. Ich esse jetzt nämlich noch mein Essen auf und dann ist ja für heute auch Feierabend.